Das moderne Star Wars, das könnte irgendwie auch der neueste Dark Romance Shit auf BookTok sein. Auch wenn man das aufgrund meines jugendlichen Antlitzes und Auftretens nicht erwarten würde. How do you do, fellow kids? Ich bin in den 80ern geboren und mit Star Wars und Star Trek aufgewachsen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe diese Serien und Filme irgendwie mit anderen Augen gesehen, als dass die erwachsenen Produzenten der modernen Ableger heute scheinbar tun oder getan haben. Denn neben den ganzen Raumschlachten, technischen Gimmicks und der Lichtschwertwirbelei war es vor allem der Kampf zwischen Gut und Böse, diese Frage nach richtig und falsch, die mich als Kind und Jugendlicher vor dem Bildschirm gefesselt hat. Auch wenn ich das damals vielleicht so nicht hätte formulieren können. Ich weiß aber, dass mein ganz persönlicher Moralkompass, den ich heute habe, sehr deutlich von eben diesen Franchises oder generell von Filmen und Serien mitgeprägt wurde. Denn Filme, Bücher, Serien, ja, Unterhaltungsmedien haben ja generell schon immer auch irgendwie so eine gewisse Art von Tugenden vermittelt oder zumindest zum Nachdenken angeregt. Ich meine, selbstverständlich gibt es den blanken Actionspaß und auch die nette romantische Rom-Com hat ihre Daseinsberechtigung, um einfach mal das Hirn auszuschalten. Aber genau das ist das Problem, denn wie viel davon ist euch denn bisher so wirklich hängen geblieben? Also an wie viele dieser Filme und Serien könnt ihr euch erinnern? Vor allen Dingen, an welche Details könnt ihr euch erinnern? Welche davon hallen bei euch so richtig nach, bringen euch zum Grübeln? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber zumindest bei mir ist das so, dass das eigentlich nur auf die wenigsten bis gar keine zutrifft, weil ich mich nicht an ihnen reiben kann, weil sie keine innere Dissonanz, also Zerrissenheit in mir oder uns erzeugen. Aber sind wir mal ehrlich, das ist doch genau diese Zerrissenheit, die uns alle so vor den Bildschirmen fesselt. Moderne Unterhaltung krankt meiner Ansicht nach genau an einem Mangel dessen. Charaktere, Settings wirken alle nur noch grau und blass und sie werfen zumindest bei mir keine wirklichen Fragen mehr auf oder seltener, als das vielleicht früher der Fall war. Kurz, es wird irgendwie langweilig und lernen tut man dabei irgendwie schon mal gar nichts mehr. Ich meine, The Acolyte hat es ja zuletzt vorgemacht. Die Jedi, die sind alle irgendwie nicht mehr so richtig gut. Die Sith, die sind auch irgendwie nicht mehr so richtig böse. Generell sind sie ja vielleicht sogar irgendwie ein bisschen sexy. Ja, wenn nicht sogar irgendwie anziehend. Das moderne Star Wars, das könnte irgendwie auch der neueste Dark Romance Shit auf BookTok sein. Ja, jeder ist irgendwie so ein bisschen alles. Jeder kann alles, jeder darf alles. Es wird irgendwie immer deutlicher, dass Disney und seine Kreativen so gewisse grundlegende Basics des Storytellings, also vor allen Dingen die, die ich eben genannt habe, nicht so richtig verstanden haben. Denn anders kann ich mir solche Aussagen wie diese hier jetzt zum Beispiel überhaupt nicht erklären. If you were in Star Wars, would you be on the light or the dark side? Dark side. Yeah, 100% dark side. Actually, I'm a Gemini. I like to da I would be both. I guess I'd be gray, you know? Existing inside of either side, you know? It's like, I'm in the gray, for sure. Yeah. I'm just naughty, you know? It would be like room red, and then I'd be like, just kidding, blue. Sie zeigen eigentlich nur, dass man sich weder mit dem Franchise, das man da seit Jahren verunstaltet, noch dessen Weltideen oder der Philosophie dahinter auseinandergesetzt hat. Die Message ist nicht angekommen und kann deshalb auch nicht weitergegeben werden. Ja, eigentlich ist es sogar noch viel simpler. Storytelling, das ist in gewisser Weise auch nur Kommunikation. Und wenn der Empfänger die Konversation nicht versteht, also nicht versteht, was man ihm da erzählen will, dann zieht er sich aus der Konversation zurück. Man muss aber auch fair sein, weil der Sender kann ja auch keine Botschaft übermitteln, wenn er sie selbst nicht verstanden hat. In einem Interview auf dem Filmfestival in Cannes sagte George Lucas, dass er das Gefühl hat, dass die Macher hinter dem modernen Star Wars vor allem die Macht nicht wirklich verstanden haben. Das ist aber wichtig, weil die Macht in Star Wars eben nicht nur ein cooles Gimmick von irgendwelchen Weltraumzauberern ist. Denn wie oft habe ich schon gelesen, dass dieses Franchise mit diesen Weltraumzauberern
gar keine Konsistenz oder irgendwie innere Logik bräuchte. Denn das ist ja Fantasy, das kann man ja ändern, wie man einfach möchte. Das ist ja nicht die reale Welt. Das Problem ist, dass Story und vor allen Dingen Lore-Elemente wichtige Funktionen in einer, ja, auch Fantasy-Welt erfüllen. Ja, sie halten sie sozusagen zusammen. George Lucas hatte für Star Wars einen ziemlich klaren Moralkompass vor Augen, den er in der Macht manifestierte, um ihn so dem Zuschauer näher zu bringen. Die Macht ist keine pure Zauberei, sondern sie ist deshalb so faszinierend, weil sie existenzielle Fragen zur eigenen Existenz in uns aufwirft. Etwas, zwischen dem wir alle jeden Tag immer wieder hin und her schwanken, nämlich Balance und Harmonie, die helle Seite, und Selbstbezogenheit und Egoismus, die dunkle Seite. Oder um es mit George Lucas Worten zu sagen: The core of the Force. I mean, you got the dark side, the light side. One is selfless, one is selfish. And you want to keep them in balance. What happens when you go to the dark side is it goes out of balance and then you get really selfish and you forget about everybody and you ultimately lead yourself, because when you get selfish, you get stuff. Or you want stuff. And when you want stuff and you get stuff, then you get are afraid somebody's going to take it away from you. Whether it's a person or a thing or a particular pleasure, experience. Once you become afraid that somebody's going to take it away from you, or you're going to lose it, then you start to become angry. Especially if you're losing it. And that anger leads to hate. And hate leads to suffering. Wie durchdacht und vor allen Dingen wirkungsvoll die Macht als Message eigentlich ist, wird am erst deutlich, wenn man sich mal vor Augen führt, dass sie in ihren Grundprinzipien eigentlich den Grundlagen des Buddhismus entspricht. Fast so, als hätte sich da jemand aktiv dran bedient. Und zwar, dass das Leben im Daseinskreislauf letztlich leidvoll ist und die Ursachen dieses Leidens Gier, Hass und Verblendung sind. Wir alle bewegen uns eigentlich mit der Geburt in einem Kreislauf aus Begierde, Besitz, Verlust, Angst und Hass. Das Samsara auf Sanskrit, was eigentlich nur unserem alltäglichen Leben entspricht, also unserem Dasein hier in dieser Welt. Wir werden geboren und mit der Geburt beginnt dieser kranke Wettlauf um Besitz und Anerkennung. Ausbildung, Job, Familie, Geld, alles Dinge, denen wir mal mehr oder weniger hinterherjagen. Und wenn wir sie dann irgendwann mal erreicht haben, dann beschleicht uns immer oder verfolgt uns diese latente Angst, dass wir irgendwas davon wieder verlieren könnten. Ja, die Angst, den Job zu verlieren, die Angst vor dem sozialen Abstieg, der Verlust von sozialen Beziehungen, von Beziehungen, etc. etc. Das ist auch das, was mit das Leben im Daseinskreislauf ist letztlich leidvoll gemeint ist. Wobei der Begriff Leiden tatsächlich ein bisschen irreführend ist. Das ist ein Wort aus dem Sanskrit und dort heißt es Dukkha, was eigentlich so viel wie brennen bedeutet. Und genau das wird diesem unterschwelligen Gefühl von Verlustangst, Wut, Gier, alles, was da so in uns drin ist, am ehesten gerecht. Die Ursache dieser ungesunden Handlungsmuster ist in unserem Ego zu finden, diesem Teil unserer Persönlichkeit, die Selbstsucht, von der Lucas sprach, der es nach immer mehr und mehr und mehr verlangt. Und geben wir diesem Ego, diesem Wunsch oder diesen Wünschen nach, genau dann zieht uns das in diese Abwärtsspirale aus Angst und Leid. Aber zum Glück haben wir alle eine Wahl, denn ob wir eben diesen Pfad aus Angst oder Glück beschreiten, der hängt maßgeblich von unserer eigenen Entscheidung und unserem eigenen Handeln ab. Und der erste Schritt, der besteht genau darin, dass wir dieses Dilemma erkennen. Erlösche die Ursachen, erlösch das Leid, heißt es weiter. Und zum Erlöschen des Leidens führt der edle, achtfache Pfad. Ich will euch jetzt hier keine große Religionsvorlesung machen, keine Angst. Im Kern bedeutet das nur, dass wir selbst irgendwie ins Tun kommen müssen, um daran was zu ändern. Und dass wir uns nicht einfach unseren inneren Gefühlen ergeben dürfen. Den leichten Weg wählen. Im Buddhismus gibt es dafür natürlich auch gewisse Handlungsschritte, die man gehen kann und die werden dort als der edle achtfache Pfad bezeichnet. Ja, das ist auch so ein bisschen was wie der Jedi-Kodex, ihr werdet es gleich merken. Wir können nicht so super in die Tiefe gehen, weil sonst sitzen wir nächste Woche noch hier, aber im Kern besteht dieser aus den folgenden Bereichen. Da ist erstmal der Block Weisheit, der setzt sich zusammen aus der rechten Erkenntnis, also eben
erkennen, dass das Leben, wenn man es einfach nur aufgrund von Emotionen führt, einfach schlecht ist. Und die rechte Gesinnung, also sich entschließen, es anders zu machen. Im nächsten Block geht es dann um Sittlichkeit, also zum Beispiel die rechte Rede, dass man nicht lügt, nicht beleidigt, das rechte Handeln, dass man nicht tötet, nicht stiehlt, nicht ausschweift, das, was man ja aus den 10 Geboten so kennt, ja. Und generell der rechte Lebenswandel, dass man eben nicht nur an sich selbst denkt, sondern auch an andere und auch für andere arbeitet. Der letzte Block ist der Vertiefung. Da geht es um rechtes Streben und Üben. Also man arbeitet eben daran an sich selbst, was im Endeffekt nichts anderes als Disziplin ist oder ein gewisses Maß an Disziplin. Die rechte Achtsamkeit, also dass man sich dessen immer bewusst ist, dass man daran arbeitet, dass man das nicht vergisst. Und eben das rechte Versenken, dass daraus, wie ich immer so schön sage, eben nicht nur Wissen, sondern auch Verstehen wird. Und ja, das ist harte Arbeit, aber wenn man daran so regelmäßig arbeitet, dann, ja, dann weicht die Selbstbezogenheit ein Stück weit der Selbstlosigkeit. Wir erkennen irgendwann, dass es eben nicht der Besitz ist, sondern die Würdigung des Moments, des Jetzt, das, was jetzt gerade ist, dass das wirklich glücklich macht. Und ja, das ist Arbeit. Das erfordert Disziplin. Es ist anstrengend und schwierig, so wie ein Jedi zu sein und für das Gute zu kämpfen. Denn von Natur sind wir doch, wenn wir ehrlich sind, alle so ein bisschen veranlagt, dass wir gerne den Weg des geringsten Widerstandes gehen, oder? Heißt, wenn wir das, was wir haben wollen, auf leichte Weise erreichen können, dann machen wir das doch auch. Sind wir doch mal ehrlich. Man könnte also sagen, wir alle sind von Natur aus, aufgrund unserer animalischen Art, die wir mit uns rumschleppen, alle eher ein bisschen der dunklen Seite als der hellen Seite zugewandt, oder? Ja, wir sind ihren Verführungen eher ausgeliefert, wie Yoda das jetzt sagen würde. Eben weil wir unsere individuellen Bedürfnisse gerne mal vorne anstellen. Aber wie wir eben schon alle gelernt haben, Selbstbezogenheit macht halt eben nicht dauerhaft glücklich. Und ich glaube, das ist es, was George Lucas letzten Endes mit der Macht skizzieren wollte. Die Jedi, ja, die streben eben nach Balance und Selbstlosigkeit, während die Sith mit ihren Begierden oder dem Nachgeben für ihre Begierden langsam in diese Abwärtsspirale aus Hass und Leid verbrennen. Und das ist es jetzt, was man gerne sein möchte? Man möchte ein Sith sein? Ey Leute, ganz ehrlich, nicht mal ein Sith möchte ein Sith sein. Und genau das hat man anscheinend nicht verstanden. Das sind wirklich grundsätzliche Lebensfragen. Ich weiß, das klingt jetzt wie deep philosophical shit, aber letzten Endes sind das so die Grundmechanismen, die unser Leben irgendwie auch bestimmen. Und ich finde, dass eben gerade Filme, Serien und Bücher immer schon so ein bisschen diese Aufgabe erfüllt haben oder dazu generell dazu beitragen können, zu dieser Selbsterkenntnis zu kommen. Denn es ist ja wichtig, weil die Botschaft, die muss ja irgendwie in die Welt getragen werden und nicht jeder hat Lust darauf, sich durch 5000 Jahre alte Sanskrit-Texte zu wühlen. Das ist sehr mühselig und man kann das durchaus auch ein bisschen, ja, sag ich mal, verständlicher verpacken. Denn ja, wir verspüren doch alle diese Unzufriedenheit in uns drin. Wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir in einer ruhigen Minute auf der Couch sitzen und die Wand angucken, dann ist das doch da. Dann, vorausgesetzt, wir können uns gut spüren, aber das ist da. Das ist permanent da. Und eigentlich finden wir das doch nicht geil, oder? Aber um das zu erkennen, also um das wirklich zu erkennen, braucht man so ein bisschen so einen Schubs von außen. Und der funktioniert besonders gut, wenn dieser Schubs von außen einen deutlichen Kontrast zu dem Leben, das wir selbst leben, darstellt. Und das ist es, woran gerade momentan als Beispiel eben Star Wars krankt, dass dieser Kontrast nicht da ist. Heute schreiben alle Charaktere so, dass sie quasi ein Spiegel ihrer selbst sind. Und sie glauben irgendwie, dass das jeder so sehen möchte, aber ehrlich gesagt, wenn ich mich selbst angucken will, dann gehe ich ins Bad. Selbstreflexion, ja, das ist eigene Betrachtung, aber diese Betrachtung in Gang zu bringen, die entsteht eben nicht, wenn ich immer wieder das Leben, das ich ja sowieso lebe, vor Augen geführt bekomme, sondern dann, wenn ich einen Kontrast dazu erlebe oder sehe, dass es anders sein könnte, dass es wirklich eine klare Differenz zu mir gibt in dem Moment und ich dann überhaupt erst mir diese Fragen stelle, könnte es vielleicht auch anders sein. Wir brauchen in gewisser Weise überspitzte Zeichnungen, um in diesen kognitiven Vergleichsmodus zu kommen. Und ich glaube einfach auch, dass es genau das ist, was Menschen vor Bildschirmen fesselt. Dass das, was da passiert, einfach nicht sinnlos abläuft, sondern uns irgendwie persönlich tangiert.
ja, uns ins Grübeln bringt. Um es mit den letzten Worten aus Euphoria Season 2 zu sagen. I remember Ali said, the thought of maybe being a good person is what keeps me trying to be a good person. Maybe there's something to that. Und weil genau das eben nicht passiert, wirkt heutzutage alles irgendwie so bla bla. Und ja, selbstverständlich ist das Geschichtenerzählen natürlich auch dazu da, persönliche Traumata aufzuarbeiten oder sich selbst auch mal zu reflektieren, gewisse persönliche Themen anzubringen. Allerdings hat das dann halt eben so eine Art Tagebuchcharakter und dann kann man oder sollte man sich nicht wundern, wenn das Leute dann vielleicht gar nicht sehen wollen. Denn vielleicht wollen wir gar nicht so sehr die Selbstexposition der Macher sehen, sondern vielleicht will man eher auch selbst was davon haben, was man da sieht. Aber ich denke, das ist auch ein Symptom einer Gesellschaft, in der das Ich mittlerweile ein sehr ungesundes Ausmaß an Relevanz erreicht hat. Gut, ich meine, egoistisch war der Mensch schon immer, aber ich habe das Gefühl, aber das ist nur ein Gefühl, dass wir das aber mittlerweile auch noch so richtig zelebrieren. Wie seht ihr das? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, denn genau dieses Thema und diese Frage, die treibt mich jetzt schon so ein paar Monate umher und ich würde gern wissen, ob ich der Einzige bin, der das so sieht. Also ich freue mich auf eure Beiträge dazu.